Heute verdienen wir 200 Euro in einer Woche. Ich bin mal gespannt. Das ist ein Experiment und das mit einer künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Michael Kurzer, ich bin der Rucksackunternehmer und wir schauen uns dieses Video hier an. Wie ich 200 in einer Woche verdient habe. Ich weiß noch nicht genau was, es könnten auch 200 Rolex-Uhren sein, aber hier vorne habe ich ein Eurozeichen. Also ich bin gespannt. Und du bist auf dem Kanal Geld verdienen im Internet bei Michael Kurzer. Michael Kurzer, das bin ich. Und hier findest du die besten Reaction-Videos im Internet. Also, schau dir auch gerne die anderen Videos an und so. Wir sind jetzt gerade hier auf Twitch. Ich nehme jeden Montag bis Donnerstag um 18 Uhr nehme ich die Videos für YouTube immer live auf Twitch. Michael Kurzer heiße ich dort. Den Link habe ich dir auch unten in der Beschreibung reingepackt und im ersten Kommentar zu Twitch. Komm doch gerne vorbei, dann kannst du Fragen stellen. Das geht so ein bisschen interaktiv los und so weiter. Also, jetzt schauen wir uns das an. Okay, ich bin mal gespannt. Was haben wir da Schönes? Ich habe über 200 Euro in ChatGPT in nur einer Woche verdient. Damit das klappt, musst du wissen, wie man Texte in Google Safe macht. Damit diese später auch gut... Okay, über Google auch noch, okay. Also einen Blog bauen wir. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Also wir bauen einen Blog mit künstlicher Intelligenz. Und wir brauchen die Texte nicht schreiben. Wie geil ist das denn? Bitte schön. Ich find's geil. Ranken und du genügend Traffic drauf bekommst, dass die in Sales umgewandelt werden. Wie das funktioniert, wo du Produkte findest und wo du das Ganze auch anbietest, zeige ich dir heute in. Und wisst ihr, was ich noch geiler finde jetzt? Dass er das, wenn er das in einer Woche geschafft hat, dass der Beitrag rankt, also online ist bei Google. Ne? Man veröffentlicht ihn ja auf seinem Blog und dann dauert es ja auch ein paar Tage, bis der online ist. Und wenn er 200 Euro verdient hat innerhalb der ersten Woche, der Beitrag ist weiter online. Der ist Monate online, Jahre online und kann natürlich jahrelang Geld verdienen. Also kann dann so ein Beitrag, den ihr erstellt, auch mal 5.000, 6.000, 7.000 Euro verdienen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, wenn der gut rankt und wenn das Produkt aktuell ist und, ne? Geil. Diesem Video. Hallo und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kai. Heute zu einem mega coolen Thema. Heute geht es um ChatGPT, die künstliche Intelligenz, die fast alles kann. Denn ich habe schon gesehen, dass viele da draußen sagen, dass man damit Geld verdienen kann. Und ja, es ist tatsächlich möglich, aber man muss einiges beachten, damit das auch am Ende funktioniert. Das Mikrofon sieht geil aus mit den LEDs oder so. Ich schätze mal, das ist das Mikrofon, oder? Ich habe so ein Mikrofon noch nicht gesehen, also keine Ahnung. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall zeigen, wo man Produkte bekommt, wie man ChatGPT richtig bedienen muss, dass da ein richtig guter Text rauskommt, wie wir diesen Text Google Safe umwandeln, das heißt, dass er auch vom Ranking berücksichtigt wird und wo wir das Ganze publizieren werden, dass wir genügend Traffic drauf bekommen. Ich habe mit dem Ganzen vor über einer Woche angefangen. Das Coole ist, die Texte sind so spezifisch, dass man richtig guten Traffic bekommt. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon fast 300 Klicks nach einer Woche drauf auf meinen Artikeln, die ich mit... Okay, ich weiß schon, welche Plattform das ist. Okay, wenn du so lange dabei bist wie ich, dann weiß man bei der Statistik, was es ist. Aber ist das wirklich auf eine Antwort dann? Okay, ich bin mal gespannt. ChatGPT geschrieben habe und dieser Traffic hat sich ganz entspannt zu fast 300 Euro umgewandelt. Wie das Ganze jetzt... Was, der hat das schon auf PayPal? Okay, cool. ...funktionieren wird, werde ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen. Und zwar werde ich euch mit dieser Anleitung zeigen, wie man digitale Produkte vertreiben kann. Man kann natürlich auch alles andere vertreiben. Das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Ich zeige euch auch, wo man diese digitale Produkte finden kann. Dazu jump ich jetzt halt direkt zu meinem Laptop und wie ihr sehen könnt, die erste Plattform wäre für dieses Beispiel Digistore24. Es gibt aber auch Clickbank, JVZoo, Warrior Plus. All diese Anbieter haben digitale Produkte, die wir mit dieser Technik anbieten können. Für einige, die sich das zutrauen, auch physische Produkte zu vertreiben, empfehle ich dazu Amazon Affiliate Programm. So, und Vorteile sind auf jeden Fall, dass JVZoo und so weiter, dass ihr dort amerikanische Produkte habt und so. Und ich glaube, dass die künstliche Intelligenz in Englisch noch ein bisschen geilere Texte macht und so. Und jetzt gibt es überhaupt keinen Hindernisgrund mehr, kein Affiliate-Marketing in Amerika zu machen oder so. Also ihr könnt jetzt einfach in Deutschland Affiliate-Marketing machen, in Amerika, selbst in Asien und so. Das ist so geil. Also es gibt keine Ausreden mehr, Leute. Und Digistore24 ist cool. Das war so mein Durchbruch, um richtig Geld zu verdienen. Davor habe ich zwar gut Geld verdient, 2016, 2017 oder so, aber ich habe vor ein paar Tagen nochmal meine Statistiken angeguckt. Digistore war dann halt der Durchbruch. Das finde ich natürlich ein bisschen schwerer, aber es ist auf jeden Fall machbar. Für dieses Beispiel nutze ich Digistore24. Dieses Beispiel geht aber natürlich mit allen anderen Plattformen natürlich auch. Ich melde mich jetzt kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt bin ich in Digistore drin, hier unter Marktplatz. Hier könnt ihr sehen,
Es gibt so viele Nischen, die wir mit dieser Technik bewerben können. Und ihr könnt euch natürlich irgendwas raussuchen. Und da wir jetzt gerade am Anfang des Jahres stehen und jetzt sehr viele ins Fitness springen, ist die Fitness- und Gesundheitsnische der absolute Hammer. Und man hat hier natürlich die besten... Oh ja, er hat völlig recht. Ich würde das schon irgendwie so im Oktober anfangen oder so Fitnessprodukte zu promoten. Auch so wirklich abnehmen, mit dem Rauchen aufhören und. Das sind so Sachen... Die laufen dann, wenn die dann halt gut ranken, zu Weihnachten und dann auch gerade so Weihnachten, wenn die Leute dann halt so ein bisschen so viel Gänsebraten gefuttert haben und so, dann googeln die danach und wenn dann eure Produkte gut ranken oder eure Beiträge auch gut ranken, dann macht es einfach nur Katschinga ohne Ende, ne? Also es ist auf jeden Fall schon mal sicher. Möglichkeiten, jetzt Sales zu machen, gerade am Anfang des Jahres. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Es ist jetzt nur für dieses Beispiel. Und egal, ob es irgendwelche Fitnesskurse sind oder irgendwelche Abnehmprodukte, wie zum Beispiel irgendwelche Rezepte, alles Mögliche lässt sich jetzt richtig gut anbieten. Wie gesagt, schaut euch um, welches Produkt euch gefällt. Ihr könnt natürlich hier oben das Produkt auch filtern nach Popularität, wie viele Verkäufe finden gerade statt und so weiter und so fort. Hier seht ihr natürlich auch. So, ich habe gerade einen Kommentar bekommen auf Twitch. Das ist das Coole, wenn ihr mir live zuschaut auf Twitch. Mit DeepL ist das ja auch schon möglich. Natürlich ist es auch schon möglich. Du schreibst einen Text in Deutsch zum Beispiel und lässt ihn dann halt mit DeepL automatisiert übersetzen und so. Und die Pro-Version, die haut echt gute Texte raus. Und das ist auch, das tut es viel, viel cooler, wie dann halt ein Google-Übersetzer und so. Ja, Kursnerd hat es gerade gepostet auf Twitch. Ja, definitiv, ne? So, weiter. Wie viel Prozent Provision ihr von diesen Ganzen auch abbekommt. Und wenn ihr euren Affiliate-Link haben wollt, müsst ihr einfach hier auf Jetzt Promoten drauf drücken und dann erscheint euer Affiliate-Link hier. Den könnt ihr euch dann kopieren und das Produkt sollte natürlich auch passend zu dem Text sein. Im nächsten Schritt gehen wir zu dem Tool h-supertools.com. Das könnt ihr... Ja, benutze ich auch sehr, sehr gerne. Ist auch, ich habe keine Ahnung, ist gratis. Warum habe ich keine Ahnung? Also ich habe mich dort gratis angemeldet. Und man kann sehr viele Sachen benutzen und so, YouTube-Keywords und so weiter. Und ich habe da noch nicht einen Cent bezahlt oder so. Keine Ahnung, ob, ich glaube, da war Guthaben drauf und keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die sich finanzieren oder so, aber ich benutze es jetzt gefühlt 2 Jahre lang. Immer mal wieder und ich habe noch nicht einen Cent dafür bezahlt und die Ergebnisse sind teilweise richtig gut. Nicht alles, aber viele Sachen sind dort richtig gut. So, jetzt muss ich wieder auf Play hier drücken. Warum geht das jetzt so nicht? So. Kostenlos. Wenn ich hier meine Maus zwischen den Monitoren ändere, wechsle und so weiter, dann funktioniert meine Leertaste hier nicht mehr, womit ich das Video weiterspiele. Das ist doof. Mal gucken. Verwenden ist meiner Meinung nach besser als der Google Keyword Planner. Wieso und weshalb, warum, zeige ich euch gleich. Geht hier oben links drauf, geht auf Keyword Research Tool, drückt da einmal drauf und dann suchen wir nach den Überbegriffen von unserer Nische, von unserem Produkt, was wir uns rausgesucht haben. In diesem Fall nehme ich jetzt einfach mal Fitness und drücke hier auf Suchen. So, was uns jetzt dieses Tool anzeigt, einmal das Suchvolumen beträgt 3 Millionen pro Monat. Die Konkurrenz ist sehr, sehr niedrig und was wir hier machen können, das sind hier die Top Keywords. Wir können das Ganze nach Suchvolumen sortieren. Und überall, wo hier Low dran steht, habt ihr sehr wenig Konkurrenz zu diesen einzelnen Keywords. Wenn ihr euch jetzt hier eins rausgesucht habt, kopiert ihr euch einfach dieses Keyword. Achtung! Dann gehen wir zu diesem Tool. Achtung, Chat Achtung, noch ein Tipp. So. Entweder gibt der Chat. Nochmal ganz kurz einen Tipp. So, wenn ich mal ganz kurz zurückgehe. Ne? Er hat jetzt hier Fitnessstudio oder so rausgesucht. Das ist zwar schon echt cool, ne? Kannst du machen, aber noch geiler ist dann halt wirklich Fitnessstudio und ein Städtename oder so. Das ist dann noch geiler. Warum so Longtail, umso länger dann halt die Kombination sind, weil es sucht keiner Fitnessstudio oder so eigentlich. Die meisten geben dann ein Fitnessstudio Berlin, München und so weiter. Ja, über Google bekomme ich natürlich auch die Branchenbucheinträge da halt angezeigt oder so. Deshalb ist das auch, wenn du eine Firma hast, total wichtig, das zu optimieren. Aber dann da nochmal Fitnessstudio Berlin, München und die ganzen kleinen Dörfer oder so, das würde ich komplett optimieren. Und wenn ich ein Fitnessstudio hätte, wäre das halt noch geiler, dann würde ich die ganzen Dörfer und Ortsnamen im Umkreis, würde ich da halt meine Webseite für optimieren oder so. Keine Ahnung, 20 Kilometer um mein Fitnessstudio würde ich dann halt so einen Radius und dann halt jeden Ortsnamen und alles würde ich dort dann halt auf der Webseite irgendwo unterbringen, um da Traffic zu
generieren. Und ich hatte mal ein richtig geiles Projekt, 2016, Mitte 2016 auch. Und das war auch in Berlin, weil ich ja aus Berlin kam. Und ich hatte dort dann auch Berlin, Prenzlauer Berg, Neukölln und Kreuzberg und so weiter. Da habe ich die ganzen Ortsteile von Berlin sozusagen, die Stadtteile habe ich alle einzeln dort optimiert. Und da habe ich sehr, sehr viel Traffic drüber bekommen, weil viele Leute da nicht Berlin eingeben, wenn sie in Berlin sind. Die geben dann schon wieder ihren Stadtteil dann ein und sagen hier Kreuzberg oder sonst was. Das ist schon sehr, sehr cool. Solltest du auf jeden Fall gucken, ob das für deine Nische hinhaut. Wenig Konkurrenz zu diesen einzelnen Keywords. Wenn ihr euch jetzt hier eins rausgesucht habt, kopiert ihr euch einfach dieses Keyword. Dann gehen wir zu diesem Tool ChatGPT. Entweder gebt ihr ChatGPT bei Google ein, dann kommt ihr direkt dorthin. Das Ganze läuft über openai.com. Ich werde es euch auf jeden Fall unten verlinken, damit ihr direkt draufkommt. Und dann klickt ihr hier oben auf New Chat drauf und dann könnt ihr hier unten schon eigentlich loslegen. Jetzt werde ich euch zeigen, was man denn hier eingeben muss, dass da ein richtiger Artikel draus kommt, den wir verwenden können, den wir auch zu Geld machen können. Dazu sind einige Feinheiten verdammt wichtig, sonst funktioniert. Nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn ihr einen Blogartikel macht, ja, ein Fokus-Keyword ist cool, aber so ein Blogartikel, wenn der dann halt über 1000 Wörter hat, wird auch höchstwahrscheinlich mit mehreren Wörtern ranken. Ne? Also zum Beispiel gibt es dann halt Fitnessstudio-Zubehör, Fitnessstudio-Kleidung und. Oder auch Fitnessstudio-Geräte oder sowas. Oder Fitnessstudio-gebrauchte Geräte und so. Also man kann mit so einem Keyword und Kombination auch mit einem Artikel dann halt mehrmals ranken. Ne? Ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel Fitnessstudio-Geräte Berlin oder so. Wenn ich dann halt so eine Amazon-Nischenseite hätte, wo ich dann halt so Fitnessfahrräder, Hanteln und so weiter, könnte ich dann auch Fitnessstudio-Geräte Berlin oder sowas die Nischenseite optimieren und dann die Leute, die das eingeben, kommen dann auf die Nischenseite und ich hoffe dann, dass die sich ein Fitnessgerät dann halt bei Amazon bestellen oder bei eBay. Bei eBay ist es sogar noch ein bisschen cooler, man kann sofort die Auktionen verlinken in der Nähe, zumindest mal dann halt die Keywords. Und so verdient man Geld, ja. Funktioniert das nicht, deswegen für all diejenigen, die das gerne nachmachen wollen, jetzt nicht weiter skippen, ihr müsst es wirklich Schritt für Schritt angucken, damit es auch am Ende zündet. Und zwar geben wir Folgendes ein, zeig mir einen passenden Titel zu dem Blog-Eintrag und dann fügen wir hier einfach unser Keyword mit dazu ein. Wichtig ist, dass wir am Anfang Gänsefüßchen setzen und am Ende, wieso das so wichtig ist, werdet ihr gleich erfahren und dann könnt ihr auf Enter drücken. Jetzt zeigt uns ChatGPT mögliche Titel für unseren Blog, die wir verwenden können und jetzt braucht ihr nur eins zu machen, euch für irgendeins zu entscheiden. Ich mache es jetzt ganz einfach. Ich nehme einfach mal das hier oben, kopiere mir das erstmal raus. Dann mache ich mir ein Dokument auf. Ihr könnt euch irgendein Word-Dokument aufmachen und dann könnt ihr das Ganze auch hier reinkopieren. Wir können das Ganze auch schon mal ein bisschen dick machen, dass man weiß, okay, das ist eine Überschrift. Da das Ganze jetzt ein Beispiel ist, mache ich hier auch nur 5 Tipps. Also wenn das ein Blogbeitrag ist, würde ich sogar noch die Ergänzung sogar machen, 2023. Und das dann halt, also ich würde das nicht in eine URL reinpacken, die 2023, der ein oder andere, der einen Blog macht, der wird sich dann halt schon ein bisschen, okay, URL weglassen, die 2023, aber in der Überschrift 2023 reinpacken und unten im SEO-Bereich. Kann nicht schaden. Weil gerade auch am Anfang des Jahres suchen viele Leute die neue Jahreszahl, ne? Also Geld verdienen, ja, aber im Dezember fangen die Leute schon an, also Dezember 2022, Geld verdienen 2023 oder sonstige Sachen oder Sommerferien 2023 suchen die natürlich dann halt schon 2022. Wenn du als erster diese Texte hast mit dieser Jahreszahl und so weiter, wirst du mehr Traffic bekommen, mehr Kohle verdienen. Der Titel ist natürlich jetzt noch kein Blog. Wir wollen jetzt natürlich noch irgendwas anderes. Falls ihr übrigens noch nicht zufrieden seid mit dem Titel, könnt ihr nochmal hier unten drauf drücken. Dann generiert euch das Tool nochmal komplett neue Titel. Aber ich bin hier soweit zufrieden. Jetzt müssen wir Folgendes reinschreiben. Erstelle mir eine Blog-Outline aus... Wir sind 14 Leute auf Twitch. Sehr, sehr geil. Danke dafür, dass ihr da seid. Diesen Titel, Klammer auf, dann braucht ihr euch einfach diesen Titel hier nur zu kopieren. Fügt den hier ein, Klammer zu. Wieso das so wichtig ist, dann weiß ChatGPT, dass wir uns jetzt hier auf diesen Titel beziehen. Deswegen muss das Ganze auch in diesen Klammern drin sein. Und dann müsst ihr einfach nur auf Enter drücken. So, jetzt erstellt mir ChatGPT einen kompletten Block. Das Ganze sieht aber eher aus wie eine Auflist, also sozusagen Untertitel. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie man aus diesen Untertiteln... Das macht er gut. Das macht er sehr, sehr gut. Das ist cool, ja. ...Titeln, schöne Blog-Einträge erstellt, die nach was aussehen, die man
dann gerne liest. Und Schritt Nummer 3, den wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wir geben jetzt erstmal ein, erstelle mir einen Blog aus diesem Blogabschnitt. Doppelpunkt, Klammer auf, das sind jetzt die 10 Tipps. Tipp Nummer 1, als erstes mal die Einleitung, die kopieren wir uns, fügen die hier ein und ganz wichtig, Gänsefüßchen, damit das Ganze auch wieder zu Ende ist. Und dann könnt ihr auf Enter drücken. Und jetzt erstellt mir ChatGPT einen schön geschriebenen Artikel. Besser gesagt, das ist in diesem Fall jetzt einfach nur die Einleitung. Dann können wir das Ganze kopieren. Nun gehen wir wieder zurück zu unserem Dokument. Da können wir das Ganze jetzt reinkopieren. Das machen wir natürlich ein bisschen dicker. Und das macht ihr jetzt mit den ganzen 10 Abschnitten hier, damit der Text vielleicht nicht ganz so groß ist. Schreiben. Ich würde sofort, wenn er ja macht ja einen Blog oder was, ich würde sofort im Blog reinpacken und nicht erst im Dokument, ne? Und, aber okay. Jetzt dieses Mal hin, machen wir einen kleinen Block aus dem Blockabschnitt. Doppelpunkt auf. Dann gehen wir von der Einleitung hier zum Tipp Nummer 1. Kopieren, fügen den ganzen ein, Gänsefüßchen zu, nie vergessen und drücken dann auf Enter. Und jetzt schreibt wieder ChatGPT komplett diesen Text. Das Ganze sind natürlich auch hochwertige Tipps. Wenn ihr da wie gesagt nie zufrieden seid, könnt ihr das Ganze nochmal überarbeiten lassen und euch einen neuen ausspucken lassen. Wenn das wie gesagt fertig ist, kopieren. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem Text, fügt es wieder mit ein. Bei den ganzen Abschnitten könnt ihr... Das ist schon ein richtiges E-Book, was du verkaufst. Kaufen kannst oder als Leadmagnet raushauen kannst, um eine E-Mail-Liste aufzubauen, um noch mehr Geld zu verdienen. Also das ist schon sehr, sehr geil. Wie findet ihr die? Also die Leute, die jetzt live auf Twitch da sind, wie findet ihr die Idee? Dann macht er gut, oder? Das ist echt eine gute Anleitung. Natürlich schauen, dass zumindest die Überschriften immer dick sind. So sieht das Ganze dann auch später professioneller aus, dass wir auch überall den gleichen Zeilenabschnitt haben und so weiter und so fort. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich habe euch übrigens diese 3 Sätze mal aufgeschrieben und ein kleines Word-Dokument verfasst. Das könnt ihr euch übrigens runterladen, ist auch unten verlinkt. Da braucht ihr dann einfach nur das Ganze rauskopieren, hier einfügen und dann gehen wir nochmal hoch zu den 10 Tipps. Das war jetzt die Tipp Nummer 2 und gehen wieder auf Tipp Nummer 3 und so weiter und so fort, bis der Artikel fertig ist. So, jetzt habe ich den Text mal komplett fertig gemacht. 5 Tipps für den perfekten Start ins Fitnessstudio, damit wir jetzt diesen Artikel auch... Haha, mega. Ja, ist so. Das ist echt mega, das Teil. Also, wer jetzt kein Geld verdienen kann und so, wer jetzt sagt, ich will immer noch... Ah, oh, und... Also, wer jetzt keine 2000 Euro im Monat verdient, mit vielleicht... jeden Tag eine Stunde arbeiten, also 30 Stunden im Monat, dann seid ihr selbst schuld, ne? Als Leadmagnet, mega gute Idee, schreibt Kursnot, ja. Google Safe bekommen, müssen wir jetzt den ganzen Text einfach erstmal kopieren. Dann müssen wir auf Google und eingeben Duplicate Checker Article Rewriter. Wenn ihr dann auf Suchen gegangen seid, müsst ihr hier drauf, ich werde euch das Ganze, wie gesagt, verlinken unten, und dann könnt ihr hier diesen Text einfach reinkopieren. Da müssen wir jetzt hier noch auf Deutsch stellen. Dann klickt ihr hier drauf, dass ihr kein Roboter seid. Und dann drücken wir hier auf Rewrite den Artikel. Jetzt schreibt diese Software diesen kompletten Artikel nochmal um. Also wir sind jetzt doppelt gesaved. Und dann zeige ich euch gleich noch, wie wir rausfinden können, ob Google das Ganze auch als echt betrachtet oder nicht. So, jetzt können wir das Ganze erstmal kopieren. Fügen das Ganze hier einfach ein. Dann ist das Ganze natürlich wieder ein bisschen zusammengequetscht. Ihr müsst es ein bisschen auseinander, damit das Ganze... Ich würde dann wirklich, bevor ich den auf... Ich hätte dann jeden Abschnitt hätte ich dann da reinkopiert. Bevor ich das dann halt in das Formular eingefügt hätte, also hätte ich das dann halt sofort umschreiben lassen und dann halt den Text. Das wäre dann irgendwie ein bisschen übersichtlicher. AS 1958 schreibt auch geniale Anleitung. Wir sind jetzt 15 Leute auf Twitch. Wie geil ist das denn? Das Ganze auch wieder aussieht wie ein cooler Text. Ich mache das mal kurz. So, ich habe das Ganze jetzt mal abgeändert, wenn ihr das Ganze jetzt wieder zu einem super duper Text gemacht habt. Da bei diesem Rewriting-Tool manche Wörter nicht ganz hundertprozentig gut eingesetzt wurden, muss man natürlich den Text noch mal ein bisschen durchgehen, dass das Ganze auch wieder professioneller klingt. Es gibt hier bestimmt wahrscheinlich bessere Tools als das, was ich jetzt gerade gezeigt habe. Ihr könnt euch da natürlich austoben. Hauptsache, dieser Text wird 100% noch mal neu geschrieben. Das heißt, dass es nirgendwo diesen Text so gibt, wie wir das von ChatGPT zusammengestellt bekommen haben. Und damit wir rausfinden können, ob das Ganze auch Google rausfindet, kopieren wir uns jetzt nochmal diesen Text komplett. Auf jeden Fall müsst ihr auf die Seite huchingface.co. Das ist GPT-Chat-Checker, also der checkt euren Text und dann müsst ihr einfach hier das Ganze einfügen. Drückt. Okay, das Tool habe ich auch noch nicht benutzt. Dann auf Enter. So, wir haben jetzt 89,92% wird dieser Text als neu erkannt. Das bedeutet, wir können jetzt diesen Text komplett nutzen und er wird definitiv für das Google-Ranking berücksichtigt. Und jetzt werde ich euch zeigen, wo man das Ganze auch anbieten kann. Und zwar gehen wir jetzt auf die Seite Quora. Wenn ihr euch da neu anmeldet, müsst ihr erstmal euer Profil komplett aus... Nee, das würde ich jetzt nicht machen. Also ich würde da,
wenn ich ein Leadmagnet, wenn ich daraus ein Leadmagnet hätte, würde ich den Leadmagnet dort reinposten und so. Aber ich würde jetzt nicht auf Quora den Text posten, damit die den Traffic auf Dauer haben und so. Ich würde schon echt, baut euch einen eigenen Blog auf, eine Domain zu dem Thema Fitness oder so und veröffentlicht diesen Text dann. Ihr habt jetzt so viel Arbeit gemacht und so. Die Besucher müssen auf eure Webseite, wo dann auf eurer Webseite ein Pop-up ist, vielleicht AdSense, Werbebanner oder. Aber macht es auf eure eigene Seite, ja. Füllen und startet erstmal mit einem Artikel am Tag. Und da werde ich nur noch mal einen kleinen Hack zeigen, wo ihr definitiv nicht gebannt werdet, wenn ihr einen Affiliate-Link mit rein platziert. Und zwar, wenn ihr euch jetzt angemeldet habt, sieht das Ganze so aus. Entweder ihr kreiert einen kompletten Post, also wenn ihr hier drauf drückt, könnt ihr einen ganz normalen Beitrag erstellen. Aber ich mache das folgendermaßen. Ihr klickt hier drauf, alle Saloons anzeigen, dann Saloon erstellen und dann kommt das hier. Also ein Saloon ist übrigens sowas wie eine Facebook-Gruppe. Das benenne ich jetzt folgendermaßen. Mein Start im Fitnessstudio 2023, also nichts Spektakuläres. Da kann man noch irgendwie reinschreiben, was es denn in diesem Saloon geht. Kurze Beschreibung, Austausch für alle Anfänger zum Beispiel. Dann drücke ich hier auf Erstellen. Das braucht überhaupt nichts zu beachten, das könnt ihr wegklicken. So, jetzt ist diese Gruppe erstellt. Als nächstes gehen wir auf Beitrag, gehen auf Frage hinzufügen. Was wir jetzt machen, wir stellen uns selber eine Frage. Das Coole ist, in unserer Gruppe können wir tun und lassen, was wir wollen. Das hat den Vorteil, dass wir auch hier Affiliate-Link. Das stimmt, ich habe auch schon ein paar Gruppen aufgemacht. Seid ihr dort auch? Habt ihr auch schon ein paar Gruppen dort aufgemacht? Also, das ist sehr, sehr einfach und so. Und da könnt ihr echt dann halt, also tun und lassen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder so, aber ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen was machen und wenn ihr irgendwelche illegalen Sachen macht oder so, seid ihr trotzdem weg, ne, vom Fenster, also seid ihr ruckzuck gelöscht. Links reinposten können, aber alle können diese Gruppe das jetzt, auch dadurch, dass wir jetzt die Keyword-Suche betrieben haben, sehr viel Suchvolumen hat und sehr viele Leute da drauf kommen werden. Da überlegen wir uns was, schreiben wir einfach mal sowas rein wie: Was muss ich beachten, wenn ich das erste Mal ins Fitnessstudio gehe? Diese Frage stelle ich jetzt in dieser Gruppe. Das könnt ihr wieder wegmachen. Dann drücken wir gleich mal auf Antworten. Jetzt können wir den ganzen Artikel einfach kopieren, fügen den jetzt hier ein und können den jetzt komplett spicken mit Affiliate-Links und das Ganze dann einfach präparieren. Dann erscheint euren Affiliate-Link. Den könnt ihr entweder gleich kopieren und entweder über Bitly wieder kürzen. Dann könnt ihr auch sehen, welcher Traffic eigentlich alles über euren Bitly-Link geht. Ist immer nice to have. Was euch jetzt nichts bringen würde, ist, wenn ihr hier jetzt wahllos eure Affiliate-Links platziert. Die werden nicht angeklickt, das sieht dann unprofessionell aus. Und dann lesen die Leute auf jeden Fall nicht mehr weiter. Schaut zu, dass zu diesen Tipps auch noch ein Call to Action ist. Zum Beispiel hier geht es im Fitnessstudio-Besuch sinnvoll, realistische Ziele setzen. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, hier einmal den Link nochmal kopiert von diesem Online-Fitnesskurs. Da könnt ihr einfach einen Call to Action dazu schreiben. Zum Beispiel, klick hier und check unseren Online-Fitnesskurs ab. Dann markiert ihr das einfach. Und wenn ihr hier auf A drauf drückt, gibt es hier so ein Icon, da drückt ihr drauf. Und was auch geil ist, so kein Bock auf Fitnessstudio. Trainier doch zu Hause oder sowas. Das wäre es ja irgendwie so. Hey, du hast keinen Bock auf Fitnessstudio, trainier doch zu Hause. Hier fügen wir unseren Affiliate-Link ein und drücken einfach nur auf Hinzufügen. Und dann landen die Leser oder die Interessenten direkt auf dem Affiliate-Produkt und die Landingpage übernimmt den Verkauf. Überladet das ganze Teil hier nicht zu arg mit Affiliate-Links. Manchmal ist weniger mehr. Und so könnt ihr starten mit ChatGPT online Geld zu verdienen. Naja, das Ding muss gefunden werden. Das Problem ist, wenn der Text zu lang ist, und dann scrollen die Leute nochmal nach oben und so. Also bei so einem langen Text dreimal Affiliate-Links würde ich schon locker reinpacken. Weil es gibt halt Leute, die sehen das einfach nicht. Ne? Aber ich würde echt lieber Lead for Sale. Wenn ihr das schon macht, so viel Aufwand für einen Text und so, und der Text ist gut, baut euch einen Blog auf, baut euch eine E-Mail-Liste auf zum Thema Fitness oder so und dann rasiert diese ganze Liste, die ganze Nische von vorne bis hinten mit, vielleicht mit den ersten Blog, zweiten Blog und so weiter, erstmal Fitness, dann halt irgendwelche Unternischen vielleicht noch, Fitness für Frauen, Fitness für Schwangere, Fitness für Senioren und so weiter und beherrscht diese Nische, baut euch da geile E-Mail-Listen auf und dann vielleicht auch mal ein eigenes Infoprodukt oder so, eigenen Kurs. Ihr braucht das ja noch nicht mal selber machen, also ihr macht den Kurs selber, aber vor der Kamera holt ihr euch einen Fitnesstrainer. Fitnesstrainer, das ist ein cooler Job, aber die werden scheiße bezahlt und so. Und wenn ihr dann so einen Fitnesstrainer sagt, hier, bitte, stell dich vor der Kamera, mach die Übung vor, ich filme das alles für meinen Kurs oder so und ich gebe dir dafür 3.000, 4.000 Euro, wird
der ein oder andere Fitnesstrainer sagen, wow, cool, mache ich. Und du hast die Nutzungsrechte dann halt und verkaufst deinen eigenen Videokurs, ohne vor der Kamera zu stehen. Wenn ich jetzt dieses Video gezeigt habe, werden wahrscheinlich sehr viele auf die Fitnessnische draufspringen, weil natürlich Anfang des Jahres ist. Aber seid ein bisschen smart, schaut mal, was könnt ihr noch am Anfang des Jahres richtig gut zünden. Wie viel Traffic schafft ihr mit euren Texten zu generieren nach einer Woche? Schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare. Wie lange ist das Video online? So, wir schauen mal ganz kurz. Das Video ist eine Woche online. 4 Tage ist das Video online. Was haben wir für Kommentare? 19 Kommentare. Okay, er hat die Einnahmen nicht gezeigt, ne? Dieser Beweis mit den 200 Euro hat er nicht. Er hat zwar irgendwas mit PayPal gezeigt, aber das war ja keine Digistore-Einnahmen, weil die werden ja nicht so schnell ausbezahlt. Okay, schauen wir mal. Haben wir noch was? Wenn euch diese Methode gefallen hat... So, ganz kurz die Fragen nochmal auf Twitch mal nachgucken. Ja, AS1958 schreibt hier, er würde das nicht mit Bitly kürzen und so. Wisst ihr, hey, wer mich verfolgt, weiß, hey, ich würde auch kein Bitly benutzen oder so. Aber das sind jetzt so Kleinigkeiten oder so, so Optimierungssachen und so. Deshalb ist natürlich so eine eigene Domain und die eigenen Links dann halt immer so ein bisschen geiler. Und wie gesagt, ja, jetzt noch einen kleinen Text zumachen, den kleinen Textpost und sagen, hier, ich habe halt diesen kleinen Report geschrieben und den kannst du dir gratis sichern. Ist noch ein bisschen cooler. Ja, also, sonst ein paar Kommentare waren hier noch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne abonnieren. Abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich habe hier vorne noch 2 weitere Videos. Komm auch gerne auf Twitch vorbei. Montags bis donnerstags, immer um 18 Uhr auf Twitch live. Ich bin raus. Ciao.